Jagdmeister Rosenstock. Ich grüße euch. Seit wann können sich gesetzlose Dinge wie Medaillons leisten? Selbst die Bannwarte haben kein Abzeichen. Und wer ist dieser Scharrer überhaupt? Das ist sehr beunruhigend. Euer Fund deutet auf eine Organisationsstruktur hin, die wir bislang von diesen Räubern nicht kannten. Bleibt einen Moment. Ich habe einen Spion bei den Räubern eingeschleust, der uns vielleicht dabei helfen kann, das wahre Gesicht dieses Scharrers zu entlarven. Ich werde ihm eine Nachricht schicken, damit er sich zu einem bestimmten Hügel unweit von hier begibt. Trefft euch dort mit ihm und fragt ihn nach Scharrer und dessen Plänen. Der Treffpunkt ist ein grauer Felsen inmitten einer Baumgruppe nördlich von Bree. Hat mein Spion nichts Neues zu vermelden, müssen wir auf anderem Wege mehr über Scharrers Pläne herausfinden. Was hat das zu bedeuten? Noch ein Schwert? Das kann er nicht ernst meinen. Ich hänge mit meinem anderen Arbeiten schon hinterher und jetzt muss ich auch noch eine neue Klinge für Hauptwachtmeister Grimranke schmieden. Zeit ist Geld. Verschenk sie nicht, hat mein Vater immer gesagt. Hofer hält in der Rede inne, hängt seinen Gedanken nach und fährt dann fort. Mein Vater ist vor einigen Jahren durch die Hand eines Räubers umgekommen. Das wünsche ich niemandem. Ach, gebt mir den Schwertgriff. Ich werde wohl zu weich. Also gut, ich werde es tun, um seine Familie zu schützen. Aber er muss im Gegenzug auch etwas für mich erledigen. Hört euch alles an, was ich zu sagen habe. Ich werde diesem Kenton Distelweg helfen, indem ich ein weiteres Schwert schmiede. Aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, sollte der Räuber nicht auftauchen, um das Schwert abzuholen, bekomme ich es zurück. Und zweitens muss mir Distelweg helfen und kleinere Arbeiten für mich erledigen, die hier anfallen, während ich das neue Schwert für ihn schmiede. Hier, bringt ihm diese Sachen, damit er daran arbeiten kann. Die Axt braucht einen neuen Stiel, der Blasebalg neues Leder und der Helm muss neu geformt und verstärkt werden. Bringt das zu Kenton und sagt ihm, wenn diese Arbeiten erledigt sind und ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann sind wir quitt, was den Preis für die beiden Schwerter angeht. Jetzt aber los mit euch. Ich muss mit der neuen Klinge anfangen. Okay, wir gucken erstmal nach dem Spion. Irgendwie, Zwerge sind halt schon irgendwie cool. Gell? Immer so. Und dann sind sie doch ganz gutherzig. Weil da hinten, da ist ja schon unser Stein. Räuberdenunziant. Er hat sich diesen Namen ausgedacht. Ihr habt uns mir einen Schreck angejagt. Ich glaube, die ahnen was. Halt! War das fast nicht ein Geräusch? Vorsicht! Die kommen! Oh nein, ich werde von Scharras Leuten verfolgt. Da sind sie. Bitte schlagt sie zurück. Hier, komm, mach doch die Attacke hier. Danke, hoffentlich sind diese Aufzeichnungen, die ich angefertigt habe, nützlich. Ich mach besser, dass ich hier wegkomme. Sagt Grimranke, dass ich mit dieser Art von Geschäft nichts mehr zu tun haben will. Mit dieser Art von Geschäft. Seitdem Scharras Mannen aus dem Süden hierher gekommen sind und alles übernommen haben, haben sich die örtlichen Räuber von normalen Dieben und Verbrechern zu so etwas wie einer kleinen Armee gemausert. Sie sind zwar schmutzig und schlecht ausgerüstet, aber durch ihre bloße Anzahl konnten sie stärker als jede Stadtwache sein. Könnten sie. Die Breelandräuber vergangener Tage mögen grobe und schmutzige Gesetzlose gewesen sein, waren zum großen Teil aber immer noch Männer aus Bree, die Verwandte in den Städten und auf den Höfen der Umgebung hatten. Sie hatten sich also nicht unbedingt einer gänzlich rücksichtslosen Gewalt verschrieben. Scharras Mannen haben nun aber alles verändert. Meinungsverschiedenheiten oder Zimperlichkeiten sind nicht erlaubt. Unter ihrem brutalen Griff sind die Räuber des Landes wesentlich gefährlicher geworden. Anscheinend ziehen Scharras Mannen ihre Truppen für eine wichtige Aufgabe zusammen und ich fürchte, dass es sich dabei wohl kaum um einen einfachen Diebeszug handelt. Vielleicht haben sie vor, das ganze Breeland zu übernehmen. Ich weiß wenig über diese Männer aus dem Süden. Sie sind fast ausnahmslos hässliche Grobiane, aber gut bewaffnete und erfahrene Kämpfer. Sie vertrauen den ansässigen Breeland-Gesetzlosen ihre Geheimnisse nicht an, aber sie folgen einem Anführer, den sie Scharrer nennen.
bin sicher, dass sich Schara noch nicht in Breland aufhält, aber vielleicht wird er bald kommen. Woher diese Männer kommen und wo sich Schara jetzt aufhält, weiß ich nicht mit Sicherheit, da ich nie über Breland hinaus gereist bin und das Südland nicht kenne. Aber diese Männer sprechen manchmal von einem Ort namens Isengard. Sie kommen von jenseits von Andrath, vielleicht sogar aus Dunland. Wie ich gehört habe, scheinen sie Rivalen einer Bande zu sein, die sie als eiserne Krone bezeichnen. Aber darüber weiß ich noch weniger. Bande ist gut. Die Bande der eisernen Krone, oh. Tja, die eiserne Krone ist ein bisschen fetter, als du dir vorstellen kannst. Was kann ich für euch tun? Ach, das sind schreckliche Nachrichten. Ich denke, dass man nicht erwarten könnte, dass sich das alles als Herrschaftstraum eines kleinen Räuberanführers herausstellen würde. Nein, ich befürchte, da muss ich dich enttäuschen. Nun, ich sollte euch keine Vorwürfe wegen eines Auftrags machen, den ich euch selbst anvertraut habe, und doch ist es ein Jammer, dass ihr nichts Besseres zu vermelden habt. Ich denke, ich weiß, was wir als nächstes in dieser Angelegenheit unternehmen müssen, aber es ist eine grausame Aufgabe, mit der ich euch betraue. Er hat mich Wird ja nur hin... Eigentlich hat er mich ja nur auf den Botengang geschickt. Zu seinem Spion. Eigentlich müsste er traurig sein, dass der Spion nicht mehr preisgegeben hat oder rausgefunden hat. Ich war ja nur Mittelsmann. Hört mir zu, ich werde sicher nicht um die Hilfe dieser Waldläufer aus der Wildnis bitten. Die Menschen von Bree sind durchaus in der Lage, ihr eigenes Land vor anstehenden Bedrohungen zu beschützen, und wir werden uns nicht auf die Hilfe von Fremden verlassen. Diese Informationen sprechen von einem Hauptmann, der den Angriff auf den Hundholzhof angeführt hat und wo er sich gerade aufhält. Wir haben hier die Chance, einen wichtigen Schlag gegen die Räuber zu erzielen und mehr über sie herausfinden. Es scheint, als ob der Anführer ein Lager in dem dichten Wäldchen hinter der Kuppe eingerichtet hat. Die fragliche Kuppe befindet sich südlich des Hundholzhofes. Lasst uns diesen Schlag für die Menschen von Bree durchführen. Also er ist ein bisschen zu stolz. Ja, vielleicht will er das ja auch ein bisschen einheimsen, ne? Dass er es geschafft hat, sich um die Banditen zu kümmern. Und eben nicht wieder irgendwie die Waldläufer, die eh immer alles managen und regeln. So ein paar Lorbeeren will er selber vielleicht auch noch abgreifen. Den gucken wir mal in dieses Wäldchen. Und was brauchen wir noch? Ah, wir sollten den Kenton sagen, dass er da ein paar Aufgaben erledigen muss. Und wahrscheinlich müssen wir dann die Aufgaben erledigen und gar nicht der. Gilt der eigentlich auch? Besiegter Räuber? Also ich wollte gerade gucken, ob der gilt aber der gilt für die Köhlerköpfe. Für die Süßgrashof. Süßgrashof. Was für ein Wort. Oh, unser Wäldchen ist ja da hinten. Das ist ein Südländer-Angreifer. Ja, aber ist ja schon krass, ne, dass die alle hier raufkommen. Naja, die haben einen Auftrag. So, den Anführer sollen wir... Ah, da unten. Ich sehe schon was. Was? Ich glaube, ich habe gerade voll vorbeigeschossen, oder? Wirksame Schildarbeit. Habe ich gerade geblockt irgendwie? Notiz eines Räubers beschafft. Schara hat befohlen, dass wir unsere Aktivitäten in der Gegend um Bree sofort steigern sollen. Kein Händler darf seinen Beruf ausführen, ohne unsere Leute zu zahlen. Und alle Bauern müssen uns die Nahrung geben, die wir benötigen. Vergesst die Wachen und Garnisonen, die interessieren uns nicht mehr. Sollen sich die Bannwarte doch ruhig in Bree und Archit gegenseitig auf die Füße treten. Hauptsache, wir kontrollieren die Straßen und Felder. Andrath ist bereits in unseren Händen. Bald werden wir das gesamte Land zwischen diesem Ort und unserem Lager an der Räuberwacht eingenommen haben. Schon bald wird das ganze Breeland in Flammen stehen.
Und dann gibt's da noch was anderes. Unser Anführer ist an einem Hobbit namens Beutlin interessiert. Irgendwelche Reiter haben herumgeschnüffelt und nach diesem Namen gefragt. Auch ihr solltet nach ihm suchen. Lasst es mich sofort wissen, wenn ihr einen Hobbit namens Beutlin findet. Oha! Auch die sind hinter ihm her. Mal da, Tat verliehen. Blockt Angriffe. Aber der gibt keinen Kopf. Doch! So was? Wieso denn auf einmal? So weit hier drüben. Eigentlich ist es auch gar nicht so eingezeichnet. Und mir soll es recht sein. Was kann ich für euch tun? Wir haben sie jetzt. Die Informationen beweisen, dass dieser Scharrer beabsichtigt, einen stark befestigten Standort hier in Breland zu errichten. Sie berichten außerdem von dem größten ihrer Lager außerhalb des Tals von Andrath, einen Ort westlich von hier, den sie Räuberwacht nennen. Der Räuberhauptmann gibt dort die Befehle an seine Leutnants weiter, die direkt von Scharrer kommen. Wenn wir nur an diese Aufzeichnungen kommen könnten. Ja, schickt mich doch einfach hin, hä? Mit eurer Hilfe kommen wir wieder unserem Ziel näher, diesem Emporkömmling Scharrer aufzuhalten. Wir kommen seinem Aufenthaltsort und der Stärke seiner Streitkräfte immer näher. Wir wissen inzwischen, dass die Räuberwacht, die westlich von hier und dem Vorgebirge des Brelands liegt, der Schauplatz für zukünftige Angriffe sein wird. Der Räuberhauptmann behändigt Befehle von Scharrer selbst direkt an seinen Leutnants. Diese werden wahrscheinlich sicher aufbewahrt, in einer Schatulle oder er trägt sie bei sich. Wir brauchen diese Befehle. Begebt euch zur Räuberwacht und besorgt diese Befehle. Manche Sachen sind echt eigenartig formuliert. Und einfach nur wahrscheinlich blöd übersetzt. Dürfte ich euch einen Moment. Das ist ja manchmal, wenn man so mitten im Übersetzungsding ist, dann verliert man ein bisschen das Gefühl für die eigene Sprache. Und dann kommen so verkorkste Sätze raus. Im Herzen der Räuberwacht hier im Breland könnt ihr die Waren finden, die die Räuber von den umliegenden Höfen und bei Warentransporten auf den Straßen erbeutet haben. Obwohl Bre momentan noch keinen Engpass leidet, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Waren knapp werden. Wenn die Räuber ihre Überfälle fortführen, gibt es kein Essen mehr, kein Bier, gar nichts mehr, was die Bevölkerung von Bre zufriedenstellt. Dann hätten wir noch viel größere Probleme. Würdet ihr vielleicht in ihrem Lager nach den Waren suchen? Boah, ich hab ja einen Karren dabei und so, ne? Sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt müssen wir den Kenton nochmal interviewen, beziehungsweise briefen, was er alles erledigen soll. Ich kann jetzt nicht reden, der Vorarbeiter reißt mir den Kopf ab, wenn ich nicht weiterarbeite. Du kannst doch reden und weiterarbeiten. Geht das nicht? Du schnitzt doch da nur so einen komischen Stock rum. Das müsste doch gehen. Was benötigt ihr? Natürlich erledige ich diese Arbeiten für den Zwerg. Lasst mich mal sehen, was er mir da geschickt hat. Kenton untersucht die Gegenstände. All das kann leicht repariert werden, aber mir fehlen die Materialien dafür. Ich frage euch ja nur ungern, aber könntet ihr mir helfen, die Sachen zu beschaffen, die ich brauche? Was den Helm betrifft, fragt den alten Frank da drüben, ob er ein paar Eisenriemen zur Verstärkung hat. Der Blasebalg braucht neues Leder und ich denke, drei makellose Häute von den Keilern bei Bre dürften genügen. Für den Axtstiel brauche ich etwas Schönes zum Einsetzen. Früher hatte ich immer kleine Edelsteine aus alten Schmuckstücken genommen, die ich in der Keilersenke im Osten gefunden hatte. Dort gibt es kleine Trümmerhaufen, die wie Hügelgrabsteine aussehen. Wenn ihr die Trümmer durchsucht, findet ihr vielleicht ein paar brauchbare Schmuckstücke. Oh, ist ja eigentlich ganz kreativ, der Mensch, hm? Braucht halt nur ein bisschen Zeug. Okay, wir sollten erstmal diesen hier fragen nach den Eisenbändern. Das ist völlig inakzeptabel. Er will Eisenstreifen? Kenton braucht immer irgendwas. Er treibt die Kosten für dieses Projekt an die Grenzen. Wir haben keine Streifen auf Lager. Hier, nehmt diesen alten Eisentopf. Er kann daraus ein paar Streifen machen.
Ja, nett. Der Kenton scheint schon ein bisschen negativ verschrien hier zu sein. Aber der gibt keinen Kopf, ne? Doch. Wieso denn auf einmal? Vorhin nochmal geguckt, da gab es das nicht. Oder habe ich schief geguckt? Oder vielleicht genau in dem Gebietsstreifen, wo es nicht gilt, wahrscheinlich. Und dann müsst ihr jetzt da unten in der Senke müsste es ja jetzt eigentlich ganz viele geben. Nee, so keiner Fälle. Schade. Das wäre dann am besten gewesen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen sie alle drei. Irgendwie kann ich bei diesen einfachen Gegnern, wenn ich nicht versucht, hier irgendwelche intelligente Gambits zu benutzen. Also ich werde wahrscheinlich nicht viel Übung kriegen, solange das hier so einfach ist. Das ist halt dann der Nachteil. Aber irgendwann bin ich am Max-Level und dann kann ich das immer noch üben. Es werden auch manchmal so Sachen kommen, wo ich es brauche. Wenn es irgendwie ein bisschen schwerere Gegner sind oder Elite oder so. Ja, mal gucken. Ja, guck mal, wir haben schon drei. Zwei Fälle haben wir schon. Aber ich glaube, diese Schmuckstücke da. Ah, doch. Drei Stück, wollte gerade sagen. Die werden etwas länger brauchen. Die greifen auch sofort an, ne? Die drohen nicht erst, sondern gleich ruft da, ne? Ja, guck mal, wir haben schon alles. Köpfe. Gucken, ob sie überhaupt Keiler hat. Ich sehe bloß Bären. Wahrscheinlich müssten wir alle Bären mal weghupen. Dann hat es auch wieder mehr Keiler. Oh, das war jetzt auch wieder ein neuer Angriff. Ich würde den gerne loswerden, um zu gucken, ob der auch fürs Buch der Taten was ist. Naja. Da kam mir jetzt auch das Icon total fremd vor. War das etwas Neues? Ja, stimmt. Wir haben alles. Wir können schon zum Kenton zurück. Oh, es ging total fix. Der Zwerg wird sich freuen. Ich grüße euch. Oh, gut, ihr seid wieder zurück. Gebt mir die Sachen. Während ihr fort wart, ist etwas Schreckliches geschehen, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Oh nein. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit geben? Es ist schrecklich. Birger, der Räuberhauptmann, der das Schwert haben wollte, kam zu mir und sagte, er wisse, dass Nathan tot sei. Und ich etwas damit zu tun hätte. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass dem nicht so ist und dass ich bald noch ein Schwert für ihn haben werde, aber er wollte mir nicht zuhören. Er sagte, er habe meine Tochter Maribel entführt. Wenn ich ihm nicht noch ein Schwert gebe, und zwar bald, wird er Maribel umbringen. Ihr müsst sie retten, bitte. Holt das Schwert bei Lofer ab und geht dann zu Bürgers Lager. Es ist in den Breefeldern nördlich von Bree. Ich bin sicher, er wird meine Tochter freilassen, sobald er das Schwert hat. Bitte beeilt euch. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn ihr was zustößt. Ihr solltet ein paar erfahrene Krieger an eurer Seite haben. Bürgers Männer sind rücksichtslos. Ach, den schaffen wir schon. Ich bin doch eine Ein-Mann-Armee. Ich mach mal Feierabend. Gute Nacht, Anja und Chat. Bis demnächst. Schlaf gut, Rainer. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Jetzt müssen wir erstmal mit Lofer sprechen.
Wieso eigentlich? Ach so, weil wir ja... Also, ich glaube, der Kenton denkt noch, dass wir dann das Schwert noch eintauschen können gegen die Tochter, ne? Er hofft noch auf den guten Handel, nicht mit Auseinandersetzung. Hat Kenton seine Arbeit schon abgeschlossen? Seht bei ihm nach! Ja, ich bringe die Sachen schon. Guck mal. Diese verfluchten Räuber haben Distelwegs Tochter verschleppt. Das ist ja schrecklich. Das Schwert ist noch nicht fertig. Ich kenne diese Kerle. Die werden kein Nein hinnehmen. Sie werden das Mädchen töten. Ihr müsst einen Rettungsversuch unternehmen und Kentons Tochter befreien. Nun beeilt euch und schart ein paar Freunde um euch. Ich fürchte, ihr werdet sie brauchen, wenn ihr Bürger gegenübertretet. Okay. Das könnte man nochmal Süßgrashof machen. Der ist nämlich auch da in der Nähe. Und dann gucken. Warte mal, wie ist es mit den Namen? Splitter, Norweger Splitterhauer, die gelten nicht. Für die Köpfe. Und der auch nicht. Die lassen wir links liegen. Silber nehmen wir mit. Da ist einer. Wütender Splitterhauer. Wenigstens droppt da auch jeder. Ich glaube, bis jetzt hat jeder gedroppt. Hier hinten auch? Ja. Und der Bügler hat auch einen. Eigentlich haben sie alle Keilerköpfe. Wir hätten sie schon längst zusammen. Aber wenn die jetzt hier auf der Wiese alle einen haben, dann soll es mir recht sein. Ja komm, dann machen noch ein paar Räuberles. Bevor die wieder einer weghaut. Einer noch. Naja, ich sehe schon, ich brauche noch wieder ein bisschen neues Equip. Damit es noch einfacher wird. Ich bin ja auch froh, wenn ich bei einem Gegner mit zwei Angriffen durchkomme als Gambit. Wenn ich dann wieder noch bessere Ausrüstung habe, dann... Dann komme ich wieder zu nichts zum Üben. Hier. Eigentlich müsste ich mit dem Equip jetzt so lange rumlaufen, bis es schwierig wird, bis ich wieder länger drauf rumhauen muss. Aber dann nervt mich das wieder, wenn es so lang dauert. Man will ja schon immer zügig hier durchkommen und vor allem gefahrlos. Einen brauche ich noch. Einen, der steckt bestimmt hier irgendwo im Feld. Da.